Vielen Dank, lieber Martin, für die liebenswürdige Einladung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zu dem Thema gekommen sind. Künstliche Intelligenz, Fragezeichen, was ist das? Darum soll es heute auch gehen, und zwar eben aus der technischen Perspektive. Man muss auch nicht nur darüber reden können, man muss auch ein Gefühl dafür haben, was ist es denn eigentlich? Gerade vor dem Hintergrund, dass diese technische Entwicklung so große gesellschaftliche, ja, ich sag mal ethische Aspekte hat, vielleicht würde ich moralische Aspekte sagen. Ich habe ein ganz provokantes Bild als Eingang genommen, das ist es nämlich nicht, worüber ich reden möchte. Aber das ist das, was das Bild ist, ja, nämlich diese eigenartige, menschenähnliche, nach dem Bild des Menschen geschaffene, aber doch den Menschen übersteigende Kreatur. Darum geht es also nicht. Worum geht es eigentlich? Ich komme aus der Welt der Verteidigung, aus der inneren und öffentlichen Sicherheit. Auch der öffentlichen Sicherheit ist auch ein großes Thema für unser Forschungsinstitut. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Themen Aufklärung, Führung, Wirkung für die Bundeswehr und für die Behörden, die es zu tun haben mit der öffentlichen Sicherheit. Also aus diesem Aspekt schaue ich auf die KI. Und ich glaube, dass sich das Thema KI gerade in dieser Anwendung wie im Brennglas zeigt. Alle Probleme sind da besonders scharf, besonders klar, besonders drängend. Wer hier etwas zur Lösung beiträgt, der trägt generell etwas dazu bei, dass man diese Technologie, die ich toll finde, ja, so geht es mir wie meinem Vorredner, dass diese Technologie in der Hand von vernünftigen, geistig gesunden Menschen auch zu etwas Gutem führt. In der Hand von kranken Menschen führt jede Technologie zu etwas sehr Krankem. Ich will Sie entführen in den hohen Norden Kanadas. An der nördlichsten Spitze, Ellesmere Island, ist die nördlichste kanadische Luftwaffenbasis. Mitten in der Polarnacht steigen zwei Kampfflugzeuge auf, um mit zwei anderen Kampfflugzeugen, die den Gegner simulieren, Luftkampf zu üben. Die Radardaten sind schlecht, die meisten Sensoren liefern nicht, nur das langreichweitige Radar liefert etwas. Auch diese Daten sind schlecht. Wie ist die Lage? Denn getan werden muss etwas, einfach abwarten geht nicht. Ich zeige Ihnen mal einen Datensatz. Was sehen die Sensoren? Hier ist die Luftwaffenbasis. Das sind die Daten, die alle 10 Sekunden einströmen aus dem Szenario. Also eine Alarmrotte steigt auf und versucht, mit angreifenden Gegnern fertig zu werden. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was Sie hier darstellen, ist das Szenario über etwa eine Stunde. Niemand wird Radardaten einfach eine Stunde lang übereinander türmen. Was ein Radaroperateur häufig sieht, ich setze mich mal davor, dann kann ich es besser steuern, was ein Radaroperateur sich häufig anschaut, ich mache das mal so, was ein Radaroperateur sich häufig anschaut, sind die sogenannten PPI-Daten. Da sieht man hier, sieht man wieder nichts, aber jetzt mache ich es mal wieder groß. Das ist die Tücke der... Ich lasse einfach mal durchlaufen, ich muss es gar nicht beschleunigen. Es gibt nicht nur die künstliche Intelligenz, es gibt auch die künstliche Dummheit. Die natürliche Intelligenz und es gibt die natürliche Dummheit auch. Und wenn die künstliche Intelligenz auf natürliche Dummheit trifft, dann ist es besonders schlecht. Und wenn die künstliche Dummheit auf natürliche Intelligenz trifft, dann ist es ärgerlich. Also Sie sehen hier ein komplexes Lagebild. Zwei Paare von Kampfflugzeugen üben hier Luftkampf. Wir müssen schauen, wie ist die Lage, was passiert hier eigentlich. Niemand schaut sich das akkumuliert über eine Stunde an. Was Sie vielleicht aus Filmen kennen, ist die sogenannte PPI Representation. Braucht man ein Fachwort. Das heißt, die Radaroperateure schauen sich an, was in den letzten paar Radarabtastungen passiert ist. Das sind also etwa 6 Radarabtastungen und das ist, was man hier sieht, im extremen Zeitraffer. Zwischen zwei Updates, so formulieren wir das, liegen jeweils 10 Sekunden. Und ein Radaroperateur würde jetzt ein Ziel sehen und manchmal ahnt er es auch so, als ein kleines Würmchen, das über den Radarschirm kriecht. Sie sehen hier, was die Daten liefern in dieser brandgefährlichen Situation, wo man unbedingt wissen möchte, was hier passiert. Es ist sehr, sehr schwierig festzustellen,
ob hier etwas passiert. Selbst das ist schwierig. Wie viele Objekte sind eigentlich beteiligt? Das wissen wir auch nicht. Es gibt viele Falschmeldungen. Wenn Objekte nahe beieinander sind, erkennt das Radar die auch nicht als zwei Objekte, liefert nur eine Messung. Es fallen viele Messungen aus. Es gibt auch längere Folgen von Messungen, die ausfallen. Trotzdem muss ein Operateur wissen, was hier passiert. Er muss entscheiden, er muss handeln. Das ist ganz typisch für künstliche Intelligenz. Das ist operative, instrumentelle Intelligenz. Man möchte wahrnehmen, um zu wirken. Man möchte nicht kontemplativ eine Situation betrachten, sich daran erfreuen. Es ist instrumentell. Wir möchten wahrnehmen, um zu wirken. Und hier müssen wir wahrnehmen, wir müssen handeln. Die Sache ist hoch komplex und sehr, sehr mehrdeutig. Das heißt, wir müssen diese Daten hier, wir Programmierer müssen die Daten durch Algorithmen so weiterverarbeiten, dass wir diese Mehrdeutigkeit in den Griff bekommen. Mehrdeutigkeit, Unsicherheit, Unschärfe ist das Problem, mit dem man hier umgehen muss. Und der Pfiff ist, mit mathematischen Methoden mathematisch präzise, unpräzise Informationen zu beschreiben. Wem das gelingt, der kann Algorithmen bauen. Dann bekommt er hier ein Gestrüpp von Hypothesen, die den Algorithmus programmiert haben, die hier so entsteht. Jetzt sagt man sich, naja, schwierige Situation, offenbar trennen die sich jetzt hier. Eines der Flugzeuge ist in einem sehr gestörten Bereich. Damit kann man schon ein bisschen mehr anfangen, aber es ist nicht unbedingt das, was der Operateur sehen möchte. Es gibt hier ein Wechselspiel aus Vorhersage, Datenverarbeitung, Vorhersage, aber es gibt noch etwas Drittes. Es gibt die Retrodiktion. Man verarbeitet Daten und überlegt sich, wie die gegenwärtig einströmenden Daten sich auf die jeweils jüngste Vergangenheit auswirken. Und das passiert hier. Also hier drei Phasen von Verarbeitung. Wir prädizieren, wir verarbeiten mehrdeutige Daten, wir stellen Hypothesen auf, gewichten diese Hypothesen, eine große Anzahl von Hypothesen, und wir blicken immer wieder auch zurück in die Vergangenheit. Aus einem Hypothesengebüsch wird durch diese Verarbeitung so etwas wie eine Hypothesen Palme, ein langer Stamm, wo wir sehr gut wissen, wo das Objekt wohl geflogen ist. In der Gegenwart gibt es Mehrdeutigkeit, wie auf einer Palme sich oben die Zweige verbreiten. Was wir einem Operateur zeigen würden, ist nun das, was man herausarbeiten kann aus den Daten. Wir zeigen also die Schätzung, wo wird das Ziel wohl sein. Diese Schätzung ist manchmal genauer, manchmal ist sie nicht so genau. Sie sehen das gleich, wenn diese beiden Flugobjekte, die gemeinsam starten, als eng beieinander fliegende Formation, sich trennen. Hier dieses orange Flugzeug befindet sich in einem gestörten Bereich, und wie die Fühler eines Insektes ist es unsicher, tastet sich, nach einer Weile weiß es genau, wo das Flugzeug war. Und so bekommt der Operateur aus Daten, die er ohne Hilfe niemals interpretieren könnte, bekommt er ein Bild der Lage. Er kann wahrnehmen, auf dieser Grundlage kann er auch wirken. Mit so etwas lässt sich also etwas anfangen. Ich gehe mal auf die nächste Folie. Wir nennen das Multi-Hypothesen-Tracking. Das ist einer der Algorithmen, die in die große Familie der künstlichen Intelligenz einzuführen ist. Was ist das? So ein Algorithmus ist sowas wie ein kognitives Tool, sowas wie eine Servolenkung fürs Hirn. Wir sind in der Lage, und zwar weit tiefer als durch Hörgeräte oder durch Brillen, in der Lage, Sensordaten auszuwerten und daraus Lageverständnis zu gewinnen. Lageverständnis entsteht hier. Die Algorithmen sind Mittel, dieses Lageverständnis zu erwerben. Wir erwerben also Lagebausteine, wir nennen das Situational Awareness, die Grundlage, um Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Datensalat kann niemand etwas machen. Mit der Extraktion dessen, was da passiert ist, kann man sehr viel machen. Und hier haben wir ein erstes Beispiel für das, was wir Informatiker, wir Mathematiker Lernen nennen. Es ist ein Element der Prädiktion, der Vorhersage, der Vermutung, der Extrapolation. Es ist das Verarbeiten der Daten, das wir Filter nennen. Und es ist Retrodiktion, immer auch der Blick in die jüngste Vergangenheit zurück. Was lerne ich aus der Vergangenheit über die Daten? Diese Algorithmen spielen eine riesengroße Rolle in der Verteidigung. Sie sehen hier AVAX, Sie sehen hier Alliance Ground Surveillance. Das sind große militärische Systeme, die eine große Vielzahl solcher Trackdaten, so nennen wir das, extrahieren und die Lagebewusstsein schaffen. Lagebewusstsein schaffen, um richtig handeln zu können.
Was hier passiert, passiert auf der Ebene jeder Lebewesen. Denn vor jeder technischen Umsetzung und vor jeder wissenschaftlichen Reflexion ist natürlich intelligentes Wirken allgegenwärtig in der Biosphäre. Wobei ich natürlich hier etwas schwammig bin, was der Begriff Intelligenz eigentlich sagt. Aber wir werden sicher zugeben, dass das Wolfsrudel, das hier einen Bison jagt, in einem gewissen Sinne, in einem animalischen Sinne, intelligent agiert. Das Wolfsrudel, ein verteiltes Multiplattform, Multisensorsystem mit Wirkmitteln, versucht eine Hochwertplattform, auch multisensoriell ausgestattet, zu jagen. Beide haben Ziele, entgegengesetzte Ziele. Mal gewinnt der Bison, mal gewinnt das Wolfsrudel. Alle Lebewesen verknüpfen also komplementäre Sinne, zwei Augen, zwei Ohren, was weiß ich was noch, mit Erfahrung, dem, was Lebewesen schon gelernt haben, wobei Lernen auch wieder breiter, schwammiger gefasst ist, und mit Mitteilungen anderer Lebewesen. Natürlich tauscht sich das Wolfsrudel aus. Und das Ergebnis dieser Art von Intelligenz sind Umweltmodelle, Umweltmodelle für zielgemäßes Wirken, wahrnehmen, um zu wirken. Was macht nun künstlich intelligentes Wirken aus? Was wir tun, wenn wir über künstliche Intelligenz, wenn wir über technische Autonomie sprechen, wir wollen Maschinen bauen, und zwar kognitive Maschinen bauen, die es uns erlauben, in der immer komplexer werdenden Technosphäre, die uns umgibt, dennoch zielgemäß wirken zu können. Also, es ist eine Art Maschinenbau. Ich sagte schon, eine Art von Maschine, die weit über eine Brille, über ein Hörgerät hinausgeht. Es ist durchaus so, dass wir unsere natürlichen Fähigkeiten wahrzunehmen und zu wirken weit über das natürliche Maß, das müssen wir noch genauer bedenken, was das heißt, hinaus steigern. Aber das passiert ja eigentlich schon mit der Erfindung des Faustkeils und mit der Erfindung des Fernrohrs. Und mit der Erfindung der Sensoren, die wir jetzt lange schon kennen. Was ergibt sich daraus für ein Bild? Wir haben es immer mit verantwortlich handelnden, tatsächlich intelligenten Personen zu tun. Die verfolgen Ziele, wollen etwas erreichen, anspruchsvolle Ziele in einer komplexen, herausfordernden Umwelt. Um das tun zu können, muss man wahrnehmen und wirken. Und KI-basierte Assistenz, nicht Intelligenz, hilft dabei, ist die Basis für Führen, Aufklärung, Wirken und Unterstützen. Und das ist viel mehr als nur Erfolge, jüngste Erfolge bei neuronalen Netzen, bei Machine Learning, Deep Learning. Und eigentlich ist das gar nicht so disruptiv. Die Wurzeln dieser Technologien gehen bis in das Jahr 1948 zurück. Minsky, der schon genannt wurde von meinem Vorredner, hat da sein Perzeptron veröffentlicht. 1956 wurde der Begriff künstliche Intelligenz geprägt. Und immer wieder taucht dieser Begriff auf. Manchmal verschwindet er wieder, weil er overpromising ist. Er verspricht zu viel. Dann kommt die große Enttäuschung. Aber die mathematischen Methoden entwickeln sich kontinuierlich weiter. Egal wie wir das nennen, die Sache selbst wird bleiben, auch wenn der nächste KI-Winter vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist. Wozu brauchen wir diese kognitiven Maschinen? Unbedingt. Wozu brauchen wir sie, um in unserer Umwelt verantwortlich handeln zu können? Wir brauchen also kognitive Assistenz, um massenhaft einströmende Daten auszuwerten. Kann kein Mensch mehr ohne Hilfe. Ich habe ein erstes Beispiel gesehen. Kontextwissen, Dinge, die in Datenbanken vorliegen, müssen mit aktuellen Daten verknüpft werden. Das ist ganz wichtig. Das ist Erfahrungswissen, das verknüpft werden muss mit dem, was aktuell einströmt. Es müssen komplementäre, heterogene Quellen fusioniert werden. Unterschiedliche Sinne, unterschiedliche Sensoren, unterschiedliche Mitteilungen, unterschiedliche Akteure. Dazu braucht man Algorithmen, die das können. Ganz wesentlich die Plausibilität des Informationsgehaltes abschätzen. Sind die Daten, die ich verarbeite, verlässlich? Immer sind sie irgendwie falsch, immer sind sie verfälscht. Aber ich habe doch Modelle, die diese Art von Falschheit beschreiben. Wenn diese Modelle verletzt sind, kann aus der Fusion von Daten leicht Konfusion werden. Ein wichtiges Element, ich brauche kognitive Maschinen, die auch ein Element der Selbstkritik haben.
die merken, hier fängt ein Sensor an zu spinnen, absichtlich oder unabsichtlich anzuspinnen. Ja, und dann geht es darum, zielentsprechend Wirkoptionen anzubieten, vor allem bei diesem komischen Begriff. MUMT, was ist das? Manned, Unmanned Teaming. Die Interaktion von Menschen mit robotischen Systemen. Interaktion von Menschen mit Drohnen. Drohnen werden sehr bald unseren Himmel bevölkern in der zivilen Welt. Tun sie ja schon im Entertainment-Bereich. Das ist ein wichtiges Element. Manned, Unmanned Teaming. Unbemannte Robotik wird eine große Rolle spielen in vielen Bereichen des Lebens. Manned, Unmanned Teaming. Also, wie gehen wir mit Robotern um? Auch algorithmisch unterstützt. Und zwar so, dass wir dabei den ethischen oder ich sollte moralischen, ich muss mir da mal Gedanken drüber machen, wie ich mich ausdrücke, Wirkungsrahmen zu respektieren. Die Maschinen können dabei helfen zu sagen, so geht's nicht. Und es ist oft komplex. Das ist sinnvoll, den Menschen dabei zu unterstützen, gerade auch in militärischen Anwendungen und sich dabei individuellen Aufgaben und Fähigkeiten anzupassen. Das heißt, wir haben kognitive Maschinen, die den Menschen entlasten in der komplexen Technosphäre, die uns umgibt, damit sie tun können, was nur Menschen tun können, nämlich intelligent, in einem echten Sinne intelligent und verantwortungsvoll handeln. Darum geht es also. Und es ist vollkommen richtig, dass die Politik erkennt, das ist ein Bereich, da müssen wir etwas tun. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, da stehen Sachen drin, die man vielleicht komisch findet, aber das ist ein richtiger Satz. Insbesondere wollen wir Deutschland zu einem weltweit führenden Standort bei der Erforschung von künstlicher Intelligenz machen. Wir werden gemeinsam mit unseren französischen Partnern ein öffentlich verantwortetes Zentrum für künstliche Intelligenz errichten. Das verbinden wir mit einem Masterplan künstliche Intelligenz auf nationaler Ebene. Man sagt oft, Deutschland hinkt hinterher. In gewisser Hinsicht stimmt das, wurde auch von meinem Vorredner gesagt. Aber auf einer Ebene hinkt man nicht hinterher, nämlich auf der Wissenschafts- und Forschungsebene. Viele Algorithmen, die heute so leistungsfähig sind, mit denen sich das Silicon Valley brüstet, haben ihre Wurzeln in deutscher Forschung. Und viele der Namen, die jenseits des Teiches sind, kommen aus deutschen Hochschulen. Also das ist ganz klar, Deutschland hat hier etwas beizutragen. Deutschland war immer schon schlecht darin, aus einer wissenschaftlichen Idee eine Innovation zu machen. Immer schon. Ja? Aber Know-how ist hier vorhanden, ohne Frage. Insofern KI selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich will aber ein bisschen umschreiben, wie man damit jetzt umgeht. Und zwar fange ich mal null mit dem nullten Punkt an, mit eher philosophischem, theologischem, nämlich eine Besinnung auf die Fundamente. Das hilft nämlich zu überlegen, was ist das überhaupt und das wichtigste Wort der abendländischen Philosophie aussprechen zu können, nämlich Distinguo. Ich unterscheide, ganz wichtig, wir müssen unterscheiden können. Und dann will ich sagen, was ist KI oder was ist sie vielmehr auch nicht, beides. Was ist sie? Was ist sie nicht? Und warum braucht sie einen Herrn? Und zwar, in welchem Sinne, werde ich Ihnen sagen. Ein Extrembeispiel will ich skizzieren, die militärische Nutzung der KI. Und dann will ich sagen, was hat das zu tun, wenn die KI auf die Gesellschaft trifft? Dann trifft sie nämlich meist auf die natürliche Dummheit. Diese Kombination, die ist brisant, hochgefährlich. Da muss man aufpassen. Die Kombination künstliche Intelligenz und natürliche Intelligenz, das ist eine tolle Sache, ja, aber die Dummheit macht das Problem. Ja, das Transhumane hat mein Vorredner diskutiert, das kann ich nur am Schluss streifen, da kann ich mir auch viel schenken. Schauen wir einmal hinein. Wenn wir sagen künstliche Intelligenz, hat mein Vorredner gesagt, es gibt zwei Begriffe. Der eine, der ist schon mal falsch, Intelligenz ist nicht Intelligenz, einverstanden, aber was heißt künstlich? Was genau meinen wir eigentlich damit, mit künstlich? Und das Nachdenken über den Begriff, was heißt künstlich, führt uns genau an die Wurzel des abendländischen Denkens überhaupt. Denn wer über Künstliches nachdenkt, dem fällt sofort Natürliches als Gegenbegriff ein. Und das ist eine fundamentale Dichotomie. Künstliches ist nicht Natürliches. Und das Natürliche ist fundamentaler als das Künstliche, das sich als nicht Natürliches versteht. Natur im heutigen Sprachgebrauch, also Natur, wie es auf dem Grünen Parteitag diskutiert wird, das kennt Aristoteles auch. Kosmos, Taxis, Uranos. Physis benennt die Natur einer bestimmten einzelnen Sache. Die Juristen kennen diesen Naturbegriff auch. Sie sprechen von der Natur eines Sachverhaltes.
Also natürliches und künstliches. Jetzt sage ich technisches, ja? Denn das griechische Wort für künstliches heißt Techne. Also die fundamentale Dichotomie ist natürliches Sein, technisches Sein, von uns geschaffenes Sein. Wie definiert nun Aristoteles am Anfang des Abendlandes Natürliches? Was in sich selbst einen Anfang seines Wirkens und Bestandes hat. Was in sich selbst einen Anfang seines Wirkens und Bestandes hat. Fundamentale Definition. Das heißt, er führt das aus, neben äußeren Faktoren bewirkt ein innerer Anfang, er nennt das Archä. Das steckt im deutschen Ursprung drin oder im lateinischen Principium. Ein innerer Anfang bewirkt natürliches Wirken. Und natürliches Wirken ist, Aristoteles, klassische Definition, zur Wirklichkeit kommen eines bloß der Möglichkeit nach vorhandenen. Das macht das Wesen eines Naturbeschaffenen aus. Bei technischem folgt der Anfang seines Wirkens nicht aus dem, was es von sich aus ist. Und Robert Spähmann, der große Philosoph, den mein Vorredner auch schon genannt hat, passt alles schön zusammen, macht sich genau darüber Gedanken. Künstliche Dinge, technische Dinge, sagen wir, bestehen aus einem Woraus und aus einem Was. Woraus und was. Ihr Wie und ihr Wozu liegt nicht in ihnen, sondern im Menschen. Ihr Wie und Wozu liegt nicht in den künstlichen Dingen. Bei Naturdingen fallen ihr Was und Wozu in ihnen selbst in eins. Darum also auch das Wort Entelechia, ein berühmter Begriff des Aristoteles, Entelechia. Nicht ganz so populär wie der andere Begriff Energeia. Ja, Entelecheia, ich trage das Ziel in mir. Und das kennzeichnet natürliche Dinge. Künstliche Dinge sind keine Entelechien. Lassen wir mal Josef Pieper sprechen, der große, ja, kann man sagen, Übersetzer abendländischer christlicher Philosophie in die moderne Welt. Entelechie ist ein Urgedanke der abendländischen Metaphysik schlechthin. Vollendet sein heißt ganz sein Wesen sein. Werden heißt Formverwirklichung, Ausverwirklichung des Sinnes, des inneren Zweckes. Darum ist Abkehr von Sinn das Gegenteil von Werden, Verderb. Darum ist Rückkehr zum Sinn Gesundung. Wichtige Unterscheidung. Er spricht über Natürliches. Wie denkt Thomas von Aquin über die Unterscheidung Natürliches, Technisches? Er macht sich Gedanken darüber in seinem Kommentar über die Physik des Aristoteles, genau über die Stelle, die wir gerade diskutiert haben. Also was sagt Thomas? Ich habe es ein bisschen prägnanter übersetzt, als es da auf Latein steht. Natürliches unterscheidet sich von Nicht-Natürlichem, also Technischem, dadurch, dass es eine Natur hat. Der Unterschied zum Technischen besteht also darin, dass Natürliches den Anfang, den Grund, das Prinzip seines Wirkens in sich selber hat. Natur ist also nichts anderes als ein Prinzip des Werdens und ruht in dem es primär und per se und nicht akzidentiell ist. Das heißt, dieser Urgedanke am Anfang abendländischen Denkens wird durch den Dr. Angelicus aufgenommen und ragt weit hinein bis in unsere Gegenwart. Auf dieser Unterscheidung, sagt nämlich Josef Pieper, beruht die ganze überlieferte Lebenslehre. Die Überzeugung, dass im ganzen Bereich menschlichen Wirkens das Erste immer das ist, was der Mensch und die Dinge von Natur sind. Wobei von Natur so viel besagt wie Kraft der Erschaffung, von Schöpfungswegen. Also wer über künstliche Intelligenz nachdenkt, braucht einen klaren Begriff von Natürlichem, wenn er über Künstliches nachdenkt, was er selber geschaffen hat, das nicht von Gott geschaffen ist. Was ist also KI und was ist sie nicht? Warum braucht sie einen Herrn? Ja, das ist KI also. Es ist ja nicht verkehrt, sich mal das kollektive Unterbewusstsein anzuschauen. Und welche Maschine erlaubt uns einen Blick, das Unterbewusstsein einer Gesellschaft quantitativ zu erfassen? Das ist Google. Was habe ich gemacht? Ich habe bei Google den Begriff künstliche Intelligenz eingegeben und dann eben Bildersuche gedrückt.
Ja, Bilder. Und es kamen nur Bilder hoch. Ja? Und das ist das Bild der Öffentlichkeit über künstliche Intelligenz. Das ist oft unbewusst. Ja? Das ist ein interessantes Instrument. Also die quantitative Psychologie sollte sich dieses Instruments, also das ist, ja wie ein Mikroskop oder wie ein Laborinstrument, mal schauen, was sehen wir denn hier? Also wir sehen hier den Menschen und die Maschine. Hier ist die Maschine oben und die berühren sich da und es gibt einen Blitz. Das ist offenbar die Entstehung von Intelligenz. Fulguration hatte das vor Jahren einmal Konrad Lorenz genannt, die Rückseite des Spiegels. Irgendwie entsteht das. Fulguration. Da ist es auf einmal. Und und gleichzeitig fällt uns auf, wir kennen das Motiv. Das ist nichts anderes als Michelangelos Schöpfung in der Capella Sixtina. Offenbar tief eingepflanzt im kollektiven Unterbewusstsein. Und dann ertaucht hier aus so einem Datensalat ein Wesen nach dem Bilde des Menschen auf, ja, kühl, intelligent, offenbar, ihm entgegentretend. Und hier haben wir den Denker von Rodin. Das ist genau die Pose des Rodin. Also hier werden Dinge, die tief abgespeichert sind, dargestellt. Ja, das ist die Vorstellung künstliche Intelligenz, über die der Vorredner ja auch gesprochen hat. Das ist Ideologie, das ist es nicht. Das ist es gerade nicht. Was da so suggeriert wird, ist die Vorstellung, dass es so etwas wie starke KI gibt. Das ist so der Begriff, der oft genannt wird. Starke KI, intelligente, sich ihrer selbst bewusste Maschinen, die sich auch gegen uns wenden können. Gibt es sowas überhaupt? Ja, wichtige Frage. Ja, das sind Bilder, die auch mein Vorredner schon hatte. Ex Machina, ein kluger Film. Ich bin ja ein Fan von intelligenten Science-Fictions, muss ich wirklich sagen. Ex Machina ist ein Kammerspiel. Unglaublich pfiffig. Nicht ganz schubenrein, aber unglaublich durchdacht. Ja? Das ist aus dem Terminator, das ist Hollywood, das ist eher doof. Und das ist Matrix, auch Hollywood, aber schon intelligenter. Wenigstens der erste Matrix-Teil ist sehr intelligent. Also die Maschinen wenden sich gegen uns und sind smarter, intelligenter als wir. Nein, das ist aber nicht so. Das gibt's nicht. Intelligentes Bewusstsein entsteht nicht spontan. Und ich kenne niemanden in meiner Community, der sich nicht seit Jahren sich mit diesen Sachen beschäftigt, publiziert und arbeitet, der sowas glaubt. Und Leute wie Kurzweil oder Moravec oder diese ganzen Leute, die nimmt man nicht ernst in der Community. Im Gegenteil, das ist ärgerlich, was sie machen. Die diskreditieren uns. Ja? Also das ist, die Community kriegt Krätze, wenn sie sowas hört. Ja? Wirklich. Aber in der Öffentlichkeit prägen sie das Bild. Das ist schrecklich, weil es ist overpromising und overfear. Die machen unsere Wissenschaft kaputt auf die Weise. Das ist die Community, die so spricht. Also in der Öffentlichkeit hören die ja nicht auf uns, sondern die hören auf diese Leute. Es ist noch etwas, die Überschätzung der KI lenkt von der echten Gefahr ab. Ja, die echte Gefahr liegt woanders. Sie liegt nicht darin, dass so eine Ava, die heißt Ava übrigens hier, Ava heißt die. Das ist voller Religion. Das ist Umkehrung des Sündenfalls. Also das ist unglaublich interessant. Und Ex Machina, so heißt es ja. Deus Ex Machina. Ja, wir schaffen uns einen Gott. Wir haben Gott umgebracht, ja, Gott ist tot, also schaffen wir uns einen neuen. Ja, wenn man sich das alles anschaut, freut man sich mal ins Gesicht eines Menschen zu werfen bei dieser ganzen künstlichen Intelligenz. Ja, und er gibt uns schon den Hinweis, Martin Lohmann, worauf es wohl ankommt. Das Wissen über das Eigentliche des Menschseins scheint in unseren Zeiten der raschen und vielfältigen Information verloren zu gehen. Darum geht es. Das müssen wir zum Leuchten bringen. Und dann werden wir mit der KI fertig. Und dann ist sie nützlich, sehr nützlich. Wenn wir das aber verlieren, dann wird es brandgefährlich. Also was ist jetzt künstliche Intelligenz? Was ist technische Autonomie? Das ist nichts anderes als ein Haufen von sehr leistungsfähigen, starken mathematischen Algorithmen. Mathematische Methoden, die Wahrnehmen und Wirken unterstützen. Und da sehen wir auch, welche Zweige der Wissenschaft hier zusammenkommen. Es ist Mathematik, Physik und Informatik als Grundlagenwissenschaften. Und es sind Anwendungswissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Kognitionswissenschaften, Arbeitswissenschaften. Ein äußerst spannendes Arbeitsfeld. Im Augenblick geht hier in der Welt die Post ab. Früher war das die Quantenphysik vielleicht in den 20er, 30er Jahren.
Da, wo die dramatische Entwicklung abläuft, große Fortschritte erzielt werden, ist genau hier. Gerade auch wegen dieser Interdisziplinarität. Es geht also darum, Wirken zu unterstützen, Wahrnehmen zu unterstützen. Letztlich geht es um Verständnis einer Lage, einer Situation. Gehen wir nochmal zu dem Bild zurück, was wir schon mal hatten. Verantwortlich handelnde Personen, die müssen immer im Bild präsent sein, mit den Zielen, die sie erreichen wollen in der komplexen Umwelt. Jetzt gibt es einen Doppelfluss von Informationen. Wir haben Informationen, die aus dem Szenario fließt, beginnend mit elementaren Sinneseindrücken, mit Signalen, mit gesprochenem und geschriebenem Text, der immer weiter verdichtet werden muss. Daten müssen transformiert werden in Informationen. Die Informationen braucht die verantwortlich handelnden Person, um Lagebewusstsein entstehen zu lassen, hier in ihrem Kopf, im Mind. Nicht im Brain, im Mind. Und umgekehrt, denn das ist künstliche Intelligenz, transformiere Daten in Informationen. Das ist genau das, was damit gemeint ist. Und technische Autonomie heißt jetzt, versuche die übergeordneten Ziele, die jemand erreichen möchte, in komplexe Befehlsketten umzusetzen, die dann maschinell automatisiert ausgeführt werden. Eigentlich sprechen wir von Automatisierung und nicht von Autonomie. Wieder so ein schwammiger Begriff. Intelligenz, eigentlich ein blöder Begriff. Autonomie, erst recht ein blöder Begriff. Aber hat sich halt eingeführt. Aber ich setze mal was davor. Künstliche Intelligenz, technische Autonomie. Ich sage es nie nackt. Wenigstens das zur Gliederung. Ja, und diese künstlich intelligenten und technisch autonomen Systeme unterstützen intelligentes Wahrnehmen und autonomes Wirken von verantwortlich handelnden Personen. Sie sind immer etwas für jemanden. Something for somebody. Etwas für jemanden, auch dann, wenn diese Systeme sprechen. Also Alexa zum Beispiel. Das ist keine Sie, das ist ein Es. Ja? Natürlich muss man mit sowas umgehen lernen. Es gibt Leute, die verlieben sich in Alexa. Tragische Liebesgeschichte. Was passiert jetzt eigentlich? Eigentlich ist das gar nichts so spektakulär Neues. Ein technologischer Fortschritt, und in der Technologie und der Wissenschaft gibt es tatsächlich Fortschritt, würde ich sagen, gibt es Fortschritt. Die Technologie erlaubt es uns, Wahrnehmung zu steigern, unseren Wirkungskreis zu vergrößern. Das ist immer wieder vorgekommen. Das ist nichts Neues, selbstverständlich. Der Mensch ist ein Wesen, zu dessen Natur es gehört, genau das zu tun. Den Wahrnehmungskreis zu erweitern, den Wirkungskreis zu vergrößern. Das gehört zur Conditio Humana, das gehört zu uns. Gehört zu unserem Wesen, sowas wie technische Autonomie und künstliche Intelligenz nicht nur entwickeln zu können, sondern auch tatsächlich zu entwickeln. Natürlich gibt es hier Fragen. Und zwar diese kognitiven Maschinen, die all das da tun, die werfen Fragen auf, die auch ingenieurswissenschaftlich sind, auch informationswissenschaftlich sind. Also Fragen für uns, an unsere Community wäre, wie bleiben wir geistig und seelisch der immer komplexeren Technosphäre gewachsen? Wie entwickeln wir das so, dass wir damit umgehen können? Und davon benachbart, aber verschieden, die Frage, welche technischen Designprinzipien erleichtern die verantwortbare Nutzung? Das sind die zwei Seiten einer Medaille. Beherrschbarkeit, Verantwortbarkeit. Und bei der Anwendung in der Verteidigung und öffentlichen Sicherheit zeigen sich die generellen Probleme der KI wie im Brennglas. Und wir stecken mittendrin. Wer in diesem Bereich die Führung übernimmt, wird Herrscher der Welt. Wladimir Putin, berühmtes Zitat 2017. Das ist ernst gemeint und auch genau richtig. Genau so ist es. So genauso wird es sein. Und wir stecken mitten in der Entwicklung. Der entscheidende Mensch, seine Mission, das Einsatzumfeld, es haben große europäische Rüstungsprogramme begonnen. FCAS, Future Combat Air System, die Nachfolge von Eurofighter, Tornado und dem ganzen Zeugs und die Nachfolger von Leopard 2, Main Ground Combat System. Das sind die größten Rüstungsprogramme der Nachkriegszeit. Also man kann alles lesen in der Zeitung, wenn man irgendwie auch wahrnimmt, den Wahrnehmungsfilter hat oder in der richtigen Filterblase ist. Das ist längst da. Das sind die größten Rüstungsprogramme überhaupt. Und das große Thema heißt europäische Souveränität. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Souveränität und Freiheit unserer Lebensform muss geschützt werden. Nicht nur die Grenzen müssen geschützt werden. Übrigens, der russische
die russische Lufthoheit endet an der deutsch-polnischen Grenze. Deutsch-polnische Grenze. Wir haben NATO-Mitgliedstaaten, die sich in Gebieten befinden, in denen die NATO nicht die Lufthoheit besitzt. Ja, das steht auch in der Zeitung, man muss es halt nur lesen wollen. Das ist bekannt. Überlegen wir mal. Romano Guardini, katholischer Priester, Religionsphilosoph, an der Universität Bonn habilitiert, schreibt ein Buch Ende der Neuzeit, 1950. Er schreibt das in der Zeit, in der das, über das wir gerade sprechen, geboren wird. Ich sagte ja schon, 1948 Perzeptron, Moravec, 1956 die Prägung des Begriffs, Norbert Wiener, kybernetische Maschinen. In dieser Zeit schreibt er. Es gibt kein Seiendes, sagt er, das herrenlos ist. Die Natur als nicht-personale Schöpfung gehört Gott. Was aber im Freiheitsbereich des Menschen erscheint, muss einem Menschen gehören und von ihm verantwortet werden. Geschieht das nicht, dann wird es nicht wieder zur Natur, es bleibt nicht einfach disponibel, sondern, ja, jetzt kommt etwas, sondern etwas Anonymes ergreift von ihm Besitz. Wenn der Mensch etwas schafft, dann gehört es zu ihm, dann ist er der Herr. Wenn Gott etwas schafft, dann gehören wir ihm, dann ist er der Herr. Die technischen Dinge gehören uns, da müssen wir die Herren sein. Verweigern wir uns dem, dann ergreift etwas Anonymes von ihm Besitz, sagt jetzt nicht irgendein Spinner, sagt Romano Guardini. Was ist das? Er wird sehr explizit. Von der Macht des Menschen ergreifen die Dämonen Besitz. Und damit man auch nicht auf den Gedanken kommt, er meint jetzt irgendetwas Nebulöses, sagt er, was er meint. Geistige Wesen, die von Gott gut geschaffen sind, aber von ihm abgefallen, die sich für das Böse entschieden haben und nun entschlossen sind, seine Schöpfung zu verderben. Diese Dämonen sind es, welche dann die Macht des Menschen regieren, durch seine scheinbar so natürlichen, in Wahrheit so widersprüchlichen Instinkte, durch seine scheinbar Folgerichtigkeit, in Wahrheit so leicht beeinflussbare Logik, durch seine unter aller Gewalttätigkeit so hilflose Selbstsucht. Er wird sehr explizit. Und es ist kein Spinner. Papst Franziskus, wir sind ja gewohnt daran, dieses Pontifikat in Deutschland sehr eindimensional zu sehen. Ja? Ein großes Thema oder vielleicht eineinhalb Themen. Ja? Wir nehmen das ganze Pontifikat nicht wahr. Es gibt auch den Marienverehrer Franziskus. Davon lese ich nichts. Also nicht wirklich was. Es gibt auch den Papst Franziskus, der sich genau über diese Gedanken, über diese Problematik Gedanken macht. Und mehr noch als sein Vorgänger, das muss man auch mal sagen, mehr noch als sein Vorgänger, beschäftigt er sich mit der Problematik Robotik, AI und Humanity und hat eine ganze Reihe von Konferenzen ins Leben gerufen, organisiert von der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. Die letzte Konferenz hat im Mai 2019, in diesem Jahr, stattgefunden. Und da kommen die großen Leute. Richtig große KI-Forscher sind da, auch Philosophen. Und im Flyer zitiert er aus Guardinis Ende der Neuzeit. Tatsache ist, dass der moderne Mensch, das ist jetzt Guardini, nicht zum richtigen Gebrauch der Macht erzogen wird. Ja, dass weithin sogar das Bewusstsein des Problems fehlt. Das ist mal, ich bin mal froh, Sachen, da kann man über Franziskus sagen, das ist jetzt einfach super. Also das bin ich mir dankbar. Schau mal in den Katechismus. Es ist nie verkehrt, in den Katechismus reinzuschauen. Gar nicht verkehrt. Also das ist ein tolles Buch. Was steht da drin? Durch die Sünde der Stammeltern hat der Teufel eine gewisse Herrschaft über den Menschen erlangt, obwohl der Mensch frei bleibt. Spannungsverhältnis. Ja? Verwundet, vulneratus. Ja? Er bleibt frei. Zu übersehen, dass der Mensch eine verwundete, zum Bösen geneigte Natur hat, führt zu schlimmen Irrtümern im Bereich der Erziehung, der Politik, des gesellschaftlichen Handelns und der Sittlichkeit und im Umgang mit Technologie. Wer sich also über Technologie Gedanken macht, über Moral Gedanken macht, der muss den Blick haben auf die Frage, die uns hier leitet, was ist der Mensch? Das gehört zum Menschen dazu. Die peccata originalis ist ein Element unserer Conditio humana. Nicht alles, aber auch, gehört dazu. Ja, und
Das finde ich sehr richtig, was du da gesagt hast gestern. Ich habe nur den Text leider gelesen, dich nicht gehört. Das christliche Menschenbild ist mehr als das Spezialwissen einer Gemeinschaft, die sich Christen nennt. Es schlummert eine Universalweisheit in dem, was den Menschen ausmacht, was ihn befähigt und herausfordert. Die Christen wissen etwas über den Menschen, was in anderen Zweigen, in anderen Kulturen nicht so klar, vielleicht verborgen angedeutet ist. Aber wir haben da ein Wissen. Ja, es musste ja doch noch kommen, der Johann Wolfgang, der andere. Keiner deutscher Zunge wusste vielleicht besser über die Natur des Menschen Bescheid. Was sagt er? 1824, der alte Goethe natürlich. Wenn gewisse Erscheinungen der menschlichen Natur betrachtet von Seiten der Sittlichkeit uns nötigen, ihr eine Art von radikalem Bösen, eine Erbsünde zuzuschreiben, so fordern andere Manifestationen derselben, ihr gleichfalls eine Erbtugend zuzugestehen. Beides ist der Mensch. Erbsündlich belastet, befähigt zur Tugend. Beides. Das ist Conditio humana, über das spezifisch Christliche hinaus. Versuchen wir dem Gedanken mal nachzugehen und die Unterschiede zwischen maschinellem Denken, in Anführungsstrichen, und menschlichem Denken zu beleuchten. Man hat den Eindruck, dass die Algorithmen der künstlichen Intelligenz, sogenannte neuronale Netze, die Frage nach dem Was sie sehen, beantworten können. Und hier sehen wir mal schematisch veranschaulicht so die Architektur eines neuronalen Netzes. Der Name sagt schon, woher der Gedanke kommt. Das kommt aus den 40er Jahren. Ja, man hat entdeckt die Nervenstruktur, man hat versucht, sich beeinflusst oder beeindruckt von der komplexen Vernetzung im Gehirn, eine solche Struktur elektronisch nachzubilden, auf dem Computer nachzubilden. Neuronales Netz, sehr vereinfacht, sehr holzschnittsartig, bei weitem nicht so komplex. Was leistet so ein neuronales Netz? So ein neuronales Netz ist im Grunde nichts anderes als eine Funktion, das kennen Sie alle aus der Schule, was eine Funktion ist. Ja, Sie haben es vielleicht verdrängt, aber Sie wissen genau, was das ist. Eine Funktion, die ordnet einem Wert x einem Wert y zu. X ist ein Foto, f von x ist die Person. Eine Zuordnung. Und solche neuronalen Netze leisten nun erstaunliche Dinge. Ich selber war vor einem Jahr ungefähr auf einer Konferenz und da hat sich ein Kollege von mir aus Amerika den Spaß erlaubt, nach mir selber zu suchen, in der riesen Datenbank Google. Da sind unglaublich viele Bilder, also Milliarden und Abermilliarden von Bildern. Aufgabe war, rauszufischen, finde mir mal den Wolfgang. Ja? Verblüffend, was man alles findet. Also auf allen möglichen Konferenzen, auf unseren Konferenzen ist meistens Ballroom-Dancing nach dem Conference-Banquet. Also hier ist es ja nicht leicht, mich rauszukriegen. Ja? Oder auch hier, oder hier ganz dunkel, oder da war ich deutlich jünger. Ist ja nicht einfach. Also ein Mensch hätte Schwierigkeiten, also das rauszukriegen, der mich nicht ganz genau kennt. Und vor allem nicht, wenn man ihm Milliarden und Abermilliarden Bilder zur Verfügung stellt. Ja? So ein neuronales Netz fischt jeden Einzelnen von uns raus, wenn man es will. Der neue chinesische Flughafen, dieser große, der aussieht wie so ein Seestern, da wird man die Check-in-Zeiten dramatisch verkürzen, weil die KI weiß schon, wer da gerade das Flughafengebäude betritt. Kein Witz, ja, auch bei einer Milliarde von Chinesen, kein Problem. Ja? Man weiß, wer das ist und verfolgt ihn genau. Es geht ja so. Und wenn man ans Gate kommt, ist schon klar, da muss man nicht so einen Zettel vorhalten. Die KI weiß das viel besser, dass man der ist, als nur so einen Zettel vorhalten. Was ist nun der Pfiff dabei? Das ist wichtig, dass man das weiß. Also es ist, sagen wir mal, wenn man das bauen möchte, ist es schon schwierig. Ja? Aber das Konzeptionelle kann jeder verstehen. Jeder. Das muss auch jeder verstehen, kann auch jeder verstehen. So ein neuronales Netz ist eine Funktion mit extrem vielen frei wählbaren Parametern. So Zahlenwerte, die man frei einstellen kann. Und zwar irrsinnig viele, Milliarden. Lauter so Parameter, die man stellen kann, von denen keiner weiß, wie man sie einstellen muss. Wie stellt man sie ein? Und diese Parametereinstellung nennen wir Training. Wir bieten also so einem neuronalen Netz ein Bild an, so, und ein anderes Bild an, so, und von ihm weiß ich, was drauf ist. Also ein Bild von einer Katze und ich sage dem Netz, das ist eine Katze.
Und dann fängt das Netz an, die Parameter so einzustellen, aha, das ist offenbar eine Katze. Und damit das rauskommt, muss ich die Parameter so einstellen. Und das macht man nicht mit einem Katzenbild, macht man mit Milliarden von Katzenbildern, mit Milliarden von Tierbildern, mit Milliarden von sonst was. Und dann hat man das trainiert und das nennen wir Lernen. Das ist aber nicht ein Lernen, das ist immer diese schlechte Sprache. Ja? Wir lernen ja gar nicht, wir bieten Stützstellen an, ja? Aber wir lernen nicht, das nennt man Training. Übrigens ist hier der Mensch involviert. Wir brauchen Menschen, die das Labeling, so drücken wir uns aus, machen. Die also ein Bild nehmen und klicken, das ist das, das ist das, das ist das. Es entsteht im Augenblick ein neues Proletariat. Man nennt das Digital Labor. Typischerweise in Schwellenländern, Entwicklungsländern. Und sehr schlecht bezahlt macht eine riesen Armee von Proletariern genau das, Labeling. Und die modernen Kolonialmächte heißen Google, Facebook, Amazon, die großen Big Techs, die sich jeder politischen Regelung entziehen, weil sie 1000 Milliarden Euro schwer sind oder Dollar, ist egal, welche Währung man nimmt. Das sind Riesendinger. Das sind die neuen Kolonialmächte. Und wir haben, wie am Anfang der industriellen Revolution, auch hier ein Proletariat, was entsteht. Wir haben das Element der Ausbeutung. Das Internet ist nicht umsonst. Das Internet, da steckt Blut drin, Schweiß und Tränen. Ja, das ist nicht umsonst. Ja, und dann wenden wir es auf beliebige Bilder an und es ist toll. Klappt ja wirklich toll. Nein, es ist toll, also wirklich gut. Das Problem ist, wir wissen nicht warum. Ist noch schlimmer eigentlich. Wie eine Schockwelle durchlief 2015 die Community das Ergebnis von Ian Goodfellow, einer der großen Leute. Echt kluger Mann, ja. The Byzantine Science of Deceiving Artificial Intelligence. Die byzantinische Wissenschaft, wir sind im anglosächsischen Raum und byzantinisch heißt in der englischen Sprache wie total verlogen, verschlagen und sowas. Das müssen die englischen Kreuzfahrer nach Hause gebracht haben, nicht? Also, das ist irgendwie so ein kollektiver Schock gewesen. Also, die verlogene Wissenschaft, um künstliche Intelligenz zu täuschen. Was hat der Ian Goodfellow gemacht? Nun, also so ein neuronales Netz war perfekt trainiert darauf, Bilddatenbanken von Tieren auszuwerten. Ganz toll. Man weiß aber nicht, was der macht. Wir verstehen nicht, warum er das zuordnet. Aber wie kriegt man das raus? Nun, er hat ein anderes neuronales Netz über das neuronale Netz drüber gestülpt. Und das neuronale Netz hat jetzt gelernt, was das zugrunde liegende neuronale Netz gelernt hat. Ein Meta-Lernen. Wir wenden künstliche Intelligenz an, um zu erlernen, was eine andere künstliche Intelligenz verstanden hat. Dann wissen wir es immer noch nicht, aber diese Meta-KI, die weiß es. Und mit dieser Meta-KI kann nun der Goodfellow sogenanntes Poisonous Noise erzeugen, vergiftetes Rauschen. Das heißt, er nimmt ein Bild und tut ein bisschen Dreck drauf, ja, als ob es ein bisschen verrauscht wäre. Wir sehen das überhaupt nicht. Klar, es ist ein Panda-Bär. Der Panda-Bär unterscheidet sich von dem Panda-Bär überhaupt nicht. Ja, aber die KI wird total in die Irre geführt, krass in die Irre geführt. Richtig falsch, Gibbonaffe. Und ist sie auch noch sicher, total sicher. Ja, selbstbewusst lügt es. Jetzt dachte man lange, das ist eine spezielle Architektur, da ist ein Problem. Aber zwei Jahre später kam der nächste Schock. Elon Musk wollte seinen Tesla mit dieser KI auf die Straße schicken, perfekt trainiert darauf, Verkehrsschilder zu entdecken. Ganz toll. Kurz vor der Einführung. Und dann haben die Leute eine Klarsichtfolie auf die Verkehrsschilder geklebt mit Fliegendreck. Aber eben nicht zufälliger Fliegendreck, sondern ganz bestimmter Fliegendreck, auf Pixelebene, ganz klein. Wir sehen das nicht und das neuronale Netz macht krass falsch. Ganz, nicht nur ein bisschen falsch, ja, richtig krass falsch. Und sofort ist ein neuer Zweig der Wissenschaft geboren. Es ist offenbar sehr einfach für einen Gegner, uns reinzulegen, uns zu täuschen. Einige dieser Versuche mögen gutwillig sein, Spaß, ja. Manche mögen nicht gutwillig sein. Und es entsteht Counter-AI im militärischen Bereich. Wie störe ich eine gegnerische KI? Spezialbereich von Tarnen und Täuschen. Da, Tarnen und Täuschen heißt der Zweig im Bundesamt für Beschaffung und sowas. Gibt es Tarnen und Täuschen, genau da wird das gemacht. Counter-AI. Ja, und Counter-AI, wie störe ich ein gegnerisches KI-System, das sich versucht, gegen Störversuche zu schützen? Counter-AI, großes Thema, hochproblematisch, wenn man es einsetzen möchte. Also die Fragen, was und warum? Datengetrieben, Deep Learning,
problematisch. Wir haben nur eine Korrelation, wir sind täuschbar, Kontextwissen muss mitgelernt werden. Es gibt andere Familien von Algorithmen, dieser erste Algorithmus, den ich Ihnen gezeigt habe mit diesem Luftkampf, Bayesian Reasoning nennt sich das, logisches Schießen trotz Umschärfe, Kausalstrukturen werden erschlossen, systematisch können Algorithmen entwickelt werden. Die Physiker haben in den 20er und 30er Jahren angefangen, philosophische Fragen zu stellen. Sie wurden von der Physik an den Rand der Philosophie geführt. Was ist Subjekt, was ist Objekt beim Nachdenken über den Messprozess? Viele Fragen, philosophische Fragen. In genau der gleichen Situation sind im Augenblick wir Informatiker. Unsere Wissenschaft führt uns an die Schwelle philosophischer Fragen. Was heißt eigentlich die Frage, was? Warum? Und warum können Maschinen diese Fragen nicht beantworten? Warum können nur wir sie beantworten? Das sind philosophische Fragen. Eine der ganz großen unserer Zunft, Judea Pearl, der Erfinder der Bayesian Networks, Fellow IEEE, Turing Award, das ist ganz toll. Turing Award ist Nobelpreis bei uns. Wer den Turing Award kriegt, der ist so wie Fields-Medaille oder so etwas. Ein ganz spannendes Buch, The Book of Why, das Buch der Warum-Fragen. Ein philosophisch-informatisches Buch. Ja. Interessant, die aristotelische Causa Finalis kommt zu hohen Ehren. Überhaupt diese aristotelische Struktur mit den vier Ursachen, Formalis, Materialis, Efficiens und Finalis. Wir entdecken im Augenblick, wir Informatiker entdecken im Augenblick voller Begeisterung den Wert klassisch abendländischen Denkens. Aristoteles ist ganz in im Augenblick, weil es so ein kluger Kopf. Im Augenblick Forschungstrend, wir versuchen diese beiden Familien zu vereinbaren. Zu beachten ist das philosophische Problem der Qualia. Auch hier die angelsächsische Welt, die analytische Philosophie, das ist interessant, was Sie da sagen. Thomas Nagel zum Beispiel. What is it like being a bat? Ein berühmter Aufsatz von ihm. Wie denkt eigentlich, wie fühlt sich die Welt an, wenn man wenn man eine Fledermaus wäre? Ja? Die Qualia, what is it like? Diese philosophischen Fragen werden von der analytischen Philosophie gestellt. Und das sind Fragen, die innerlich verwandt sind mit aristotelisch-thomistischen Fragen. Da wird im Augenblick die Scholastik wieder entdeckt, also mit neuem Impuls. Sehr, sehr spannend. Der Mann ist kein Christ, aber er stellt Fragen, die werden ihn zum Christentum führen. Also was ist sie nicht? Ich glaube, es ist wichtig, dass man das weiß. Was ist sie nicht? Ganz entscheidend. Extrembeispiel die militärische Nutzung der KI. Da zeige ich Ihnen mal ein kleines Movie aus unserer eigenen Arbeit im FKIE. KI-Systeme, künstliche Intelligenz, technische autonome Systeme unterstützen Soldaten bei komplexen, herausfordernden Situationen. Roboter übernehmen Aufklärungsmissionen, Drohnen sind in der Luft, multisensoriell ausgestattet. Die Basis ist Lagebewusstsein. Es wird geschossen, man muss wissen, woher geschossen wird. Der Schütze wird getarnt sein, man muss ihn enttarnen mit Multispektralsensoren, damit die Soldaten sich selber schützen können und ihren Auftrag erfüllen können. Das sind Dinge, die sind sehr nah, sehr, sehr nah. Und sie führen zu dem, was FCAS und MGCS genannt worden ist. Aktuelle Stunde im Bundestag, 2014. Die Verteidigungsministerin, damals noch Ursula von der Leyen, berichtet über den Abzug aus Kundus. Der kilometerlange Konvoi bewegte sich 2 Tage lang durch unübersehbares Gelände. Es war eine der größten Operationen dieser Art in der Geschichte der Bundeswehr. Aufklärungsdrohnen patrouillierten ständig über dem Konvoi. Ein Angriff wäre zwar rechtzeitig erkannt worden, hätte aber nicht abgewehrt werden können, weil dazu Luftunterstützung anzufordern gewesen wäre. Entscheidende, das Leben der Soldaten akut gefährdende Zeit wäre verflossen. Die Operation sei glücklich verlaufen, aber das hätte auch anders sein können. Der Bundeswehr gehe es in der Forderung nach bewaffneten Drohnen um das Schließen von Schutzlücken. Wie sieht das aus? Welche Fragen stellen sich? Daraus ergibt sich ein Forschungsprojekt. Ich berichte aus meiner eigenen Arbeit. Ein Konvoi wird angesprengt und jetzt liegt es in der Hand des Forward Air Controller, so heißt der Offizier, der dafür verantwortlich ist, den Waffeneinsatz zu kommandieren. Aber so, dass die Sache verantwortbar bleibt. Die Waffensysteme sind unbemannt. Wir haben eine Aufklärungsdrohne, wir haben eine Bekämpfungsdrohne, Barracuda, ein Experimentalsystem von Airbus gebaut. Und es gibt eine helikopterartige Drohne, die in der Hand des Forward Air Controller ist, um lückenlos Lagebewusstsein als Grundlage seiner potenziell letalen Entscheidungen zu treffen.
Aufgabe. Und so sieht das aus, wenn man es experimentell aussucht. Also hier ist der Barracuda, das ist die Aufklärungsdrohne noch durch ein bemanntes Flugzeug dargestellt. Das ist experimentell ein Aufklärungshelikopter in der Hand des Forward Air Controller, der final entscheidet. Zielansprache, Zielbekämpfung. Eigentlich ist das so etwas wie ein Terminator, ein autonomes Waffensystem oder ein teilautomatisches Waffensystem. Ein Waffensystem mit Teilautonomie in der Hand eines verantwortenden Menschen und sieht gar nicht so aus wie ein Terminator bei Hollywood. Was muss berücksichtigt werden? Im Krieg gelten Regeln. Im Krieg gilt Recht, das Jus in Bello. Und die Regeln, nach denen Soldaten operieren müssen, sind die Rules of Engagement. Die definieren einen einsatzspezifischen, rechtlich bindenden Handlungsrahmen. Und das ist nichts anderes als geronnenes Völkerrecht. Und all die Dinge, die im Völkerrecht eine Rolle spielen, spielen eine Rolle im Gefechtsfeld. Diskriminierung, Wirkung nur bei lückenloser Erfassung. Herausfordernd, gerade auch bei urbaner Umgebung. Wir brauchen Wirkmittel, die Diskriminierung ermöglichen. KI, unbemannte Systeme, ermöglicht eigentlich zum ersten Mal vollständiges Lagebewusstsein. Der Bomberpilot, der Bombenteppiche abwirft im Zweiten Weltkrieg, hatte kein Lagebewusstsein. War nicht diskriminierend, die Wirkung. Nämlich alles wurde zerstört. Proportionalität, Wahl bedrohungsadäquater Wirkmittel. Durch KI, durch technische Automatisierung, haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, vor dem Waffeneinsatz die Kollateralschäden abzuschätzen. Das ist neu, gab es bisher in diesem Umfang bei weitem nicht. Vorsorge, Vorrang der schlechten Prognose gegenüber der guten. Für wen? Für den Kombattanten, für eigene Kräfte. Zurechenbarkeit, meaningful human control. Jemand muss verantwortlich sein. Wichtiges Prinzip, Rechtssicherheit. Und es wird gefordert, Rules of Engagement Compliance by Design, bis zuletzt verantwortetes Wirken. Ich denke, man kann hier sehr kritisch über diese ganzen Sachen diskutieren, vielleicht tun wir das auch im Abschluss, ich denke, dass gerade KI-Methoden und gerade technische Autonomie vielleicht zum ersten Mal einen verantwortbareren Einsatz von Waffensystemen ermöglicht, wenn man sie denn verantwortbar einsetzen möchte. Also militärisch, denken Sie. Militärisch, das berührt mich nicht. Na, von wegen. Genau die gleichen Fragen berühren uns demnächst überall. Ja? Denn zulässiges autonomes Fahren ist nichts anderes im Kern, auf der algorithmischen Ebene, nichts anderes. Und das Geschehen in einer Innenstadt ist bei weitem komplexer als ein typisches militärisches Geschehen. Und alle Themen, die hier auftauchen im militärischen Umfeld, die gibt es auch bei der Frage autonomes Fahren, autonome Drohnen, demnächst. Rule Compliance by Design, bis zuletzt verantwortbares Wirken. Was ist das Wirksystem bei einem Auto? Die Bremse, das Lenkrad. Was ist die Wirkung? Möglicherweise letal. Das Kind auf der rechten Seite. Oder der Fahrer selber, wenn das Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler fährt. Ja, wie entscheidet ein System? Und wie diskutieren das die Automobilzulieferer und die Firmen? Ich sage jetzt nicht, wer das sagt, aber ich habe das diskutiert. Und dann sagten die mir, ja, Herr Koch, klar, das Kind, wer denn sonst? Das Auto kann doch nicht den Fahrer umbringen. Ja, das habe ich hinterfragt und da war die Antwort, hören Sie mal, wenn Sie so ein Auto verkaufen wollen, dann können Sie doch der Gebrauchsanweisung nicht einen Zettel beilegen, wo drauf steht, unter den und den Bedingungen wird dieses Fahrzeug Sie töten. Das verkauft sich schlecht. Also Sie sehen, in der zivilen Umwelt, ja, wo es ums Geld geht, geht man mit diesen Fragen äußerst lax um. Und meine Erfahrung ist, in der militärischen Umwelt geht man mit diesen Fragen sehr viel bewusster um und sehr genauer. Da geht es nicht ums Geld, da geht es um die Sicherheit. Ja, ganz wichtig. Aufpassen, zivile Nutzung von KI ist vielleicht gefährlicher als die nicht zivile militärische Nutzung. Die Forderung, das Gebot, du sollst nicht töten, schließt die Folgerung ein, du sollst nicht töten lassen. Wer sagt das? Wolfgang Huber, bis 2009 Bischof der Evangelischen Kirche und Ratsvorsitzender der EKD. Die Evangelische Kirche und die Heinrich-Böll-Stiftung übrigens, also Kollegen, kümmern sich um diese Fragen sehr intensiv. Ich sehe, sie kümmern sich auch um KI-Fragen. Aber die Fragen KI der militärischen Nutzung blenden sie aus. Die Heinrich-Böll-Stiftung macht das nicht. Und die Evangelische Kirche blendet es auch nicht aus, aber die Katholische Kirche macht es.
Ja, es gibt praktisch keine Texte. Es ändert sich vielleicht jetzt. Vor 2 Wochen war ich im ZDK, durfte vortragen. Es gibt möglicherweise einen Arbeitskreis zu der Thematik Verantwortbarkeit von Technologien. Zum ersten Mal übrigens. Und Verantwortbarkeit ist ein technisches Designprinzip, das muss es werden. Waffen als Instrumente rechtserhaltender Gewalt, so formuliert das Wolfgang Huber, die das sittliche Gesetz während bewaffneter Konflikte wahren. So steht es im Katechismus. Es steht nicht viel im Katechismus über diese Fragestellungen. Wie sieht das aus in den Dokumenten der Bundeswehr? Militärische Luftfahrtstrategie 2016, ein wichtiges Grundlagendokument. Wir beschaffen ja große Waffensysteme, wie ich gesagt habe. Da gibt es einen wichtigen Satz. Für unbemannte Luftfahrzeuge ist das Prinzip des Human in the Loop. Mensch ist in der Schleife, der Entscheidungsschleife. Und damit die verzugslose Möglichkeit zum Bedienereingriff jederzeit sicherzustellen. Es ist und bleibt die Linie der Bundesregierung, dass ein Waffeneinsatz von unbemannten Luftfahrzeugen ausschließlich unter Kontrolle des Menschen und nur in dafür durch den Bundestag mandatierten Einsätzen erfolgt. Wir haben eine moderne Armee, die Bundeswehr. Konzeptionell ist sie hochmodern. Adenauers Armee. Keine Armee der westlichen Welt ist konzeptionell so modern und durchdacht, weil wir sehr viel gelernt haben. Konzeptionell hinken die Amerikaner weit hinter uns zurück. Ja, wissen die auch oft. Das Revolution in Military Affairs, was unter der Bush-Ära gepusht wurde, ist im Wesentlichen Lernen von der Bundeswehr. Technologisch ist das natürlich eine ganz andere Sache, das sehe ich. Ja. Ja. Aber konzeptionell ist das gut. Und das Technologische kriegt man in den Griff. Das Konzeptionelle ist schwerer in den Griff zu kriegen. Mal so am Rand bemerkt. Das ist nicht unproblematisch hier. Klar, also letale Laws wollen wir nicht haben. Also Drohnen, die sich auf Menschen stürzen und so etwas. Leicht zu bauen übrigens, kann ich Ihnen sagen. Aber was macht man gegen Drohnen, die angreifen? Und unsere Soldaten werden bald solchen autonomen Waffensystemen gegenüberstehen. Die Amerikaner standen solchen Sachen schon gegenüber. Schlacht von Mosul. Ja, Aussage ranghoher amerikanischer Luftwaffengeneräle. Zum ersten Mal haben wir die Lufthoheit verloren, seit undenklich langer Zeit. Ja, Drohnenangriffe. Wir brauchen Maschinen, die sich gegen Maschinen wehren können. Anti-Laws-Ors. Problematisch. Manchmal kann es erforderlich sein, dass wir automatisch, ohne einen Menschen in der Loop, unglaublich schnell reagieren. Das ist wichtig. Wie kommt man da weiter? Der zentrale Begriff ist Verantwortung. Es kann verantwortbar sein, auch ein vollautonomes Waffensystem einzusetzen. Aber es muss dann verantwortbar sein. Der Begriff heißt nicht Human in the Loop. Das greift zu kurz. Verantwortbarkeit ist der zentrale Begriff. Und das ist fundamental überhaupt, wenn man mit der KI umgeht, denke ich. Denn Verantwortbarkeit ist genau die Brücke zwischen der Algorithmenwelt und der Menschenwelt. Ursprüngliche Wortbedeutung ist Rechtfertigung vor Gericht als Angeklagter. Daher kommt das Wort Verantwortung. Man steht vor Gericht, muss in der Lage sein, zu antworten, auf Fragen zu antworten, die über das eigene Handeln gestellt werden. Jemand, der diese Fragen beantworten soll und kann und muss, der trägt die Verantwortung. Das impliziert Fragen, was ist geschuldet, wer klagt an, wer ist der Richter, nach welchem Gesetz und woraus folgen Rechtfertigung und Strafe. Wenn man das diskutiert in allen möglichen Kreisen, stellt man fest, dieser Verantwortungsbegriff wird akzeptiert. Das hat eine Dimension, die über das Christliche hinausreicht. Was muss man alles bedenken oder was wird impliziert durch den Begriff der Verantwortbarkeit? Und das sind Dinge, die die Frage nach dem Menschen stellen und aufstellen. Denn nur Menschen können Verantwortung tragen. Ein paar Gedankensplitter. Nur Freie Wesen übernehmen eine Verantwortung, Freiheit. Eine Maschine wird niemals, also definitionsgemäß, keine Verantwortung übernehmen können. Verantwortung heißt oder impliziert eine innere Bereitschaft, Regeln und Gesetzen zu folgen und auch den Willen, gut zu handeln, wenn die Regeln fehlen oder wenn sie widersprüchlich sind. Das heißt, Wahres und Gutes ist offenbar eine nicht hintergehbare Basis, die Verantwortbarkeit überhaupt ermöglicht. Jetzt stellt sich folgendes Bild dar. Also, Verantwortung ist offenbar eine Relation mit 3 Schwerpunkten. Wer ist verantwortlich? Wer trägt Verantwortung? Das impliziert den Begriff der Freiheit. Etwas, was in der Maschinenwelt nicht auftaucht.
Wer für wen ein Element der Sorge? Für sich selbst, für Einzelne und vor wem? Ganz wichtig. Der Begriff der Verantwortung, sobald man von Antworten spricht, spricht man von jemandem, der fragt. Das impliziert den Begriff der Autorität. Also nicht irgendwie was Autoritäres, sondern Autorität. Eine anti-autoritäre Gesellschaftsform wäre verantwortungslos. Autorität, nicht autoritär, Autorität. Ja? Also vor wem? Vor Gott, vor dem Gewissen, Gesellschaft, Natur. Und es gibt ein Element des Prospektiven und ein Element des Retrospektiven. Agieren und reagieren und dann rechtfertigen, urteilen. Und die große Aufgabe, die sich überhaupt beim Design von KI-Systemen stellt, nicht nur im militärischen Bereich, ist es, das um einfließen zu lassen in Cognitive Systems Engineering, also KI-gestütztes Lagewissen, um verantwortliches Wirken zu erleichtern. Nur wer eine Situation auch tatsächlich kennt, ist überhaupt imstande, verantwortlich zu handeln. Wir brauchen Lagebewusstsein. Vielleicht haben wir zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, ein solches Lagebewusstsein in dem Detaillierungsgrad zu haben. Wir brauchen kognitive Systeme, die verantwortbare Optionen auch im Fog of War, auch in der Komplexität der Technosphäre, die uns in der zivilen Welt umgibt, aufzeigen. Und gefordert ist die abschätzbare Plausibilität der Lage- und Handlungsoptionen. Wir sehen schon, es gibt hier zahlreiche philosophische Begriffe, philosophische Probleme, Intelligenz, Autonomie, Ethik, Recht, was ist das alles? Fragen, die ich hier nicht diskutieren kann, ich bin auch kein Philosoph. Hier ist ein pragmatischer Zugang. Eigentlich sind die Juristen auch nichts anderes als Ingenieure, behaupte ich mal frech. Was machen denn Juristen? Juristen schaffen eine regulatorische Infrastruktur, die das Zusammenleben von Menschen ermöglicht. Da machen sie nichts anderes als Ingenieure, die die Gasversorgung oder die Elektrizitätsversorgung sicherstellen. Das ist eine Infrastruktur, also eine regulatorische Infrastruktur. Aber ohne die Juristen läuft nichts, regulatorisch, natürlich nicht. Man kann keine Verträge schließen, man kann nichts machen. Und da gibt es nun drei Schichten gewissermaßen. Wir haben das geschriebene Recht, das beschreibt so etwas wie das ethische Minimum. In unserem Fall ist das Völkerrecht. Aber andere Rechtsregeln in zivilen Anwendungen natürlich. Georg Jelinek, der große Rechtslehrer, das Recht wird also das Minimum der Normen eines bestimmten Gesellschaftszustandes bilden, welche die unveränderte Existenz eines solchen sichern. Es ist immer lex imperfecta, immer unvollständig, unvollkommen, nur ein Rahmen. Wir sehen das ja ein bisschen auch am Grundgesetz, nicht? Das ist ein Rahmen und man kann im Grundgesetz Dinge unterbringen, die wir eigentlich komisch finden. Also eine Homo-Ehe zum Beispiel. Vielleicht haben die Väter nur vergessen zu sagen, was eine Ehe eigentlich ist. Dann gibt es Soft Law, das ist Gewohnheitsrecht. Internationale Übereinkünfte, durchaus mit Selbstbindung. Und dann gibt es den Sensus Communis, Überzeugungen, die weder vom Völkerrecht noch vom Soft Law abgedeckt werden. Abhängig vom kulturellen Hintergrund. Ein Beispiel, being killed by a machine, durch eine Maschine getötet zu werden, ist die letzte Unwürde für einen Menschen, formuliert von einem amerikanischen Luftwaffengeneral. Wir wollen nicht, das steht so im Koalitionsvertrag drin, steht so auch in den Grundlagendokumenten der Bundeswehr drin. Muss man aber nüchtern fragen, woraus leitet man das ab? Aus dem Völkerrecht kann man es nicht ableiten. Nicht ableiten, ich habe mit Völkerrechtlern gesprochen, nicht abzuleiten. Das ist eine Sache, eine Forderung, die kommt aus der westlichen Welt. Die ist in China ganz anders. Die ist übrigens in Amerika auch ganz anders. Ja? Es gibt also Dinge, um die man kämpfen muss. Um Ihnen zu zeigen, dass man hier auch Mut haben kann, will ich Ihnen sagen, dass dieses große Vorhaben FCAS, Future Combat Air System, von Anfang an durch eine Ethikarbeitsgruppe Technikverantwortung begleitet wird, wo interessante Leute drin sitzen. Also zum Beispiel Dr. Ellen Überscheer, die Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich um sowas kümmert und eine sehr kluge Frau ist. Ja? Die KAS muss sich um sowas auch kümmern. Ja? Sage ich mal einfach. Ja, Dinge werden da auch geschrieben. Wichtiges Thema. Ich will Ihnen mal ein Buch, bevor ich das Thema abschließe, hier auf ein Buch hinweisen. Der unsichtbare Krieg von Yvonne Hofstetter.
gerade eben erschienen, wird diskutiert hier mit Wolfgang Ischinger. Wolfgang Ischinger weiß was von der Weltsituation. Bei der Buchvorstellung hat er das Buch über den grünen Klee gelobt. Das ist jemand, den Sie mal einladen können, als Kass, sage ich mal, frech. Ist schon geplant. Ah, wunderbar. Sehr gut. Ja, ein bisschen Bemerkungen zum Schluss. Also das war der Kern des Vortrags. Das war mir wichtig, dass Sie da, dass Sie das mitnehmen und da auch entscheidungsfähig werden, urteilsfähig werden. Ein paar Sachen, was passiert eigentlich mit der gesellschaftlichen Dimension von diesen Fragestellungen? Da will ich diese Yvonne Hofstadter noch mal kurz zitieren mit drei Thesen. Drei programmatische Angriffe auf die Freiheit. KI, wenn sie in den Händen künstlicher Dummheit oder vielleicht boshafter Intelligenz liegt. Das gibt es ja vielleicht auch, nicht? Also künstliche Intelligenz und boshafte natürliche Intelligenz, auch eine giftige Mischung. Ja? Drei Thesen. Ich lasse Sie mal reden. Weil die Befreiung von kirchlicher Vorherrschaft gerade ein Leitmotiv der Französischen Revolution ist, im Gegensatz zum gleichzeitigen Anspruch auf Religionsfreiheit auf amerikanischem Boden, ist umso bemerkenswerter, dass ausgerechnet die Religion das Menschenbild von der Person begründet und so den Grundgedanken für die Freiheit abendländischer Prägung gelegt hat. Auch deshalb fiel es dem christlich geformten europäischen Kulturkreis relativ leicht, gedanklich den Schritt von der freien Gruppe weg und hin zum freien Individuum zu gehen. Die Rezeption der Idee von der Freiheit der einzelnen Person ist also nicht selbstverständlich. Sie hat eine lange, lange Vorgeschichte, weshalb wir denselben Schritt nicht schnell von anderen Kulturkreisen mit anderem kulturgeschichtlichem Hintergrund erwarten dürfen. Ja, woher kommt der Begriff der Menschenwürde? Sie sagte ja, hat ihre Wurzel in der Religion. Mich hat am letzten Mittwoch sehr beeindruckt, dass Josef Isensee, der große Verfassungsrechtler hier an der Universität Bonn, darauf hingewiesen hat, dass in einem der Gebete der überlieferten Messe, den Opferungsgebeten, genau das angesprochen wird. Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Das heißt, der Begriff der Menschenwürde ist keine Erfindung der Französischen Revolution, sondern hat tiefe, tiefe Wurzeln in der menschlichen, tiefe Wurzeln im Christentum. Wie geht das hier weiter? Lass uns durch das Geheimnis dieses Wassers und des Weines teilnehmen an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat, unsere Menschennatur anzunehmen. Aha, was passiert hier? Was passiert in jeder heiligen Messe? Was wird hier sprachlich angedeutet? Der Mensch, der in seiner Würde wunderbar erschaffen ist und noch wunderbarer erneuert worden ist, der nimmt teil an der Gottheit dessen, der Mensch geworden ist. Das heißt, der Gedanke, den mein Vorredner am Anfang aufgeworfen hat, der Mensch möchte Gott werden, der ist ja gar nicht von der Hand zu weisen. Deswegen habe ich das Zitat, was er gebracht hat, aus dem Lexikon nicht zitiert, weil die natürliche Begrenztheit des Menschen durch dieses Versprechen ja tatsächlich überstiegen wird. Ja? Die Teilnahme an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat, die Menschennatur anzunehmen. Also dieses Versprechen, was wir vorher diskutiert haben, wird ja eingelöst, auf diese Weise eingelöst. Insofern machen die Transhumanisten etwas auf so eine scheußliche Art nach. Also das ist die Begründung der Menschenwürde. Und Josef Isensee hat, also am letzten Mittwoch war das bei Wolfgang Ockenfels, ausdrücklich bedauert, dass man gerade diesen Text gestrichen hat. Der ist so wichtig, gerade heute. Unbedingt wichtig, ganz zentral. Mich hat das geschockt im Januar diesen Jahres, dass Kardinal Marx über das christliche Abendland sagt, davon halte ich nicht viel, weil der Begriff vor allem ausgrenzend ist. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Wir haben hier einen Schatz. Sie spricht von drei programmatischen Angriffen. Was ist der erste Angriff? Algorithmische Personalisierung lähmt die politische Freiheit. Klar, das ist ja toll. Also ich will es nicht missen. Also ehrlich gesagt, das darf ja keiner wegnehmen. Unbedingt nicht haben. Aber es ist gefährlich. Man muss halt intelligent damit umgehen. Ja, das ist ganz wichtig. Maximale Individualisierung, ist das eigentlich Freiheit? Was machen die Dinger? Warum kostet das Internet nichts?
Oh, das kostet irrsinnig viel Geld. Ja, das sind irrsinnige Rechnerfarmen. Das ist ein enormes Investment ist möglich, um die kostenlosen Dienste des Internets bereitzustellen. Das ist enorm. Wer verdient das Geld? Woher kommt das Geld? Warum ist das umsonst? Ja, wir bezahlen es. Wie bezahlen wir es? Die für Nutzer unsichtbare, funktionale Geschichte sozialer Medien sind Börsenhandelsplätze, die mit der Aufmerksamkeit ihrer Nutzer handeln. Sie leiten die von uns freiwillig eingespeisten Daten unseres Lebens in Sekunden als Offerte weiter. Hier unser Angebot für die Aufmerksamkeit von Nutzer NN. Der Preis beträgt so und so viel. Deal. Und da steckt irrsinnig viel Geld drin. Wenn ich ganz gezielt dem Nutzer meine ganz gezielt Angebote geben kann, dann steigere ich meine Erfolgsquote um 50%, 60%, 70%. Das ist big, big money. Diese Daten sind unglaublich viel wert. Und wir geben sie umsonst. Damit finanzieren wir das Internet. Das Narrativ von der Personalisierung ist nichts als Ideologie und die Basis für einen Hyperkapitalismus, symbolisiert durch Totalkommunikation, die immer mehr mit Totalüberwachung und Totalausbeutung zusammenfällt. Sie müssen Frau Hofstetter einladen, unbedingt. Die KAS muss sich damit beschäftigen. Aus der Objektivierung der Person zum Datenhaufen entsteht der neue Mensch. Das berührt sehr stark das, was Professor Kullen gesagt hat. Lassen wir mal Hofstetter noch mal selber reden. Menschenwürde, das ist ein Synonym für Souveränität, für Selbstbestimmung und für eigenverantwortliches Handeln. Nur Personen als Rechtssubjekten stehen die Freiheits- und Gleichheitsgarantien der Grundrechte zu, sei es auf der Ebene unseres deutschen Grundgesetzes oder auf Ebene der Europäischen Grundrechtscharta. Wer hingegen den Menschen zum Objekt degradiert, wer ihn gar zur Maschine erklärt und ihn auch so behandelt, bringt den Menschen langfristig, so die These, um seine verfassungsmäßigen Freiheitsrechte und erraubt ihm seine Würde. Mit ungeahnten Folgen für eine freie Gesellschaft und für die Demokratie. Lassen wir mal zwei große Juristen sprechen. Das Thema Recht ist gerade angeklungen. Gustav Radbruch, der große Rechtsphilosoph, 1927. Nichts ist so entscheidend für den Stil eines Rechtszeitalters wie die Auffassung vom Menschen, an der es sich orientiert. Das Jahr 1927 ist interessant, vor der Katastrophe durch den Nationalsozialismus. Ja? Die Lektion, dass das richtig ist, haben wir gelernt. Und dann 2018, Friedrich von Westphalen, auch ein großer Jurist, eine Gesellschaft, die soziologisch normiert, dass der Mensch auf das naturwissenschaftlich Messbare, eben auf Big Data, auf das empirisch Beobachtbare reduziert wird, muss und wird dieses Menschenbild früher oder später auch im hoheitlich gesetzten Recht manifestieren. Denn Recht ist nichts anderes als geronnene Politik. Das ist passiert nach 1933. Das steht uns bevor, wenn wir nicht aufpassen. Mal interessant, sich Beschlüsse anzuschauen vom Verfassungsgericht. 1969. Mit der Menschenwürde, darum geht es, mit der Menschenwürde wäre es nicht zu vereinbaren, sagt das Verfassungsgericht, den Menschen in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren, zu katalogisieren, sei es auch in der Anonymität einer statistischen Erhebung, und ihn damit wie eine Sache zu behandeln, zu objektivieren, die einer Bestandsaufnahme in jeder Hinsicht zugänglich ist. Das ist also verfassungswidrig, sowas zu machen. Was passiert aber? Was machen Big Tech? Etwas Verfassungswidriges. Unser Beschluss ist nicht aufgehoben. Ja? Verfassungswidrig. Das muss man auch mal sagen dürfen. Wenn man in die Rechtsphilosophie hineinschaut, ist das sehr merkwürdig. Hat nämlich große Auswirkungen, hat Frau Hofstetter ja gerade gesagt. Scheinbar selbstverständliche Grundbegriffe stehen auf einmal in Frage. Wenn es kein Subjekt mehr ist, sondern eine Maschine, dann ist die Frage Identität, verantwortetes Handeln, Rechtssubjekt, was ist das dann eigentlich? Offensichtlich ist das Konzept des menschlichen Handelns ein Paradebeispiel für ein im Wesentlichen umstrittenes Konzept. Was bedeutet, dass es keinen Konsens über die Bedeutung dieses Begriffes zwischen seinen verschiedenen Nutzern gibt. Was ich hier in einer nüchternen wissenschaftlichen Diktion ausdrückt, ist eine Bombe.
Denn was hier beschrieben wird, ist die Maschinisierung des Menschen. Wir haben gerade die Vermenschlichung der Maschine gesehen. Und das ist das Spannungsfeld. Wir vermenschlichen die Maschine, wir maschinisieren den Menschen. Damit wollen wir sie verschmelzen. Also das ist die Ideologie dabei. Ganz gefährlich. Und das hat tiefe philosophische Gründe. Michel Foucault zum Beispiel, also interessanter Mann, ohne Frage. Interessant, was er schreibt. Also man braucht vielleicht auch einen Schnaps danach, aber das ist interessant, ja? Aufschließend. Ja? Der spricht vom Tod des Subjektes, ganz genau so, wie Nietzsche vom Tod Gottes gesprochen hat. Und das ist total rational und vernünftig, was er sagt. Wer sich auf das eine einlässt, kriegt das andere als Folgerung. Wenn der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und Gott für tot erklärt wird, dann folgt daraus der Tod des Subjekts, der Tod der Gottes-Ebenbildlichkeit. Genau das fehlt. Was ist also der Mensch? Gottes-Ebenbildlichkeit. Darum geht's. Man braucht sich nicht sonderlich über das Ende des Menschen aufzuregen. Das ist nur ein Sonderfall oder, wenn Sie so wollen, eine der sichtbaren Formen eines weitaus allgemeineren Sterbens. Damit meine ich nicht den Tod Gottes, sondern den Tod des Subjekts. Des Subjekts als Ursprung und Grundlage des Wissens, der Freiheit, der Sprache und der Geschichte. All das wird zum Tode verurteilt. Ein letztes Element. Die Fragmentierung und Schwächung des Souveräns ist Nährboden für Tyrannei und für eine neue, nicht notwendigerweise demokratische Gesellschaft. Was meint sie? Sie spricht Deepfake zum Beispiel an. Das sind Dinge, die völlige Verwirrung schaffen können. Sie können mit KI-Methoden, man kann einen Film von dir drehen, wo du etwas sprichst, Schönes, Frommes, wie dein Vortrag gestern, und man legt dir etwas völlig Falsches, das pure Gegenteil, in den Mund. Und niemand würde sagen, was ist denn in den Lohmann gefahren? Was sagt er auf einmal? Und du sagst Sachen, die du nie gesagt hast. Und visuell, emotional, psychologisch, niemand wird es unterscheiden können. Deepfakes. Ganz problematisch. Wolfgang Ischinger, den wir gerade schon mal auf der Bühne gesehen haben mit Yvonne Hofstetter, spricht von 5 Phänomenen des Zerfalls. Verlust der Vorhersehbarkeit, Verlust der Wahrheit, Verlust des Selbstbewusstseins, Verlust der Global Governance, Verlust der Handlungsfähigkeit. Das heißt, die richtigen Fragen werden gar nicht gestellt. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Der Titel seines Vortrags, warum schaffen wir es nicht, der Sicherheitsprobleme Herr zu werden? Deswegen schaffen wir das nicht. Und deswegen leben wir in extrem unsicheren Zeiten. Und der unsichtbare Krieg hat längst begonnen. Hannah Arendt, nicht unbedingt vielleicht unsere Lieblingsphilosophin, ist nicht so ganz auf unserer Linie, wenn wir so von einem christlichen Menschenbild ausgehen. Aber eine kluge Frau. Von klugen Leuten kann man immer was lernen. Ja, immer, immer, ganz und gar. Da muss man ganz vernünftig sein. Was schreibt sie? Wahrheit und Lüge in der Politik 1967. Also vor 1968. Ja, 1967 schreibt sie das. Das ist das Todesjahr Konrad Adenauers. Solange die Presse frei und nicht korrupt ist, hat sie eine ungeheuer wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und kann mit Recht die vierte öffentliche Gewalt genannt werden. Diese wesentlichste politische Freiheit, so nennt sie das. Das Recht auf nicht manipulierte Tatsacheninformation, ohne welche die ganze Meinungsfreiheit zum entsetzlichen Schwindel wird. Ganz wichtig, ja, ganz entscheidend. Auch gerade für eine politische Stiftung, ganz entscheidend. Ohne das geht das alles gar nicht. Stattdessen werden uns Lügen angeboten, übrigens durchaus auch von Frau Slomka. Also tut mir leid, das mal sagen zu müssen. Nicht? Also das ist doch schrecklich. Also das ist natürlich ist auf hohem Niveau gelogen, also ja, aber suggeriert, ja, alles Mögliche. Ja. Was hat das für Folgen? Lassen wir nochmal die Frau Hofstetter reden. Die Orientierungslosigkeit geht notwendigerweise auch die Entmachtung des Souveräns einher. Folgt man Hannah Arendt, ist die Entmachtung zur Masse, Sie haben auch darauf hingewiesen, Herr Mund, ist die Entmachtung zur Masse, der die politische Freiheit genommen wird, der Nährboden, den Regime brauchen, die tyrannisch sind und dem Credo des aufgeklärten Despotismus folgen. Aus einer unüberschaubaren Masse an Einzelmeinungen steigt jene starke populistische Führungsfigur auf, die einfache Antworten auf komplexe Fragen bietet und verspricht, die Masse von ihrer Orientierungslosigkeit zu erlösen.
Diese starke Führungskraft ist der Tyrann, klärt uns Hannah Arendt auf, der nicht nur das Vermögen des Staates verwaltet, sondern auch seinen eigenen Besitz. Zum Band zwischen Tyrann und Volk wird die Gewalt. Und auch hier erfahren wir von der politischen Theorie, dass Lügen, ich zitiere, Lügen als Ersatz für gewalttätigere Mittel gebraucht werden. Ich halte es für hochproblematisch, wenn die katholische Kirche scheinbar die programmatische Irrelevanz der Wahrheit zu erklären scheint. Kardinal Lehmann hält 2013 an der Universität Düsseldorf eine Reihe von Vorlesungen, spannende Vorlesungen, sehr interessant. Im Konzil ist geradezu eine Art kopernikanischer Wende erfolgt. Die Wahrheit wird nicht geleugnet, tritt aber in den Hintergrund. Ich kenne keine Beispiele, wo eine Lehrentwicklung solche Differenzen in sich birgt. Die Wahrheit wird nicht geleugnet, tritt aber in den Hintergrund. Sie muss aber in den Vordergrund treten. Gerade heute. Gerade heute. Ja, damit käme ich eigentlich zum Schluss. Und viel von dem, was ich mir hier vorgenommen habe, haben Sie ja schon gehört am Vormittag. Vielleicht nur so ein bisschen ganz schnell durchgeklickt. Also das gibt's nicht, eine starke KI. Keine Sorge, das ist was für Hollywood. Gibt's nicht. Die Überschätzung lenkt von einer anderen Gefahr ab. Der Name Nietzsche ist ja schon mal gefallen. Also hier eine philosophische Studie, The Incredibles, das war so eine Comicserie, die also die Superheldenfilme eingeleitet hat. Ja, ist ja heute total Marvel-Filme, Marvel-Comics, die ganze Welle. Das fing also 2004 an und die philosophische Analyse, der nietzscheanische Einfluss, das ist im Grunde der Übermensch, nach dem es geht. Und der Transhumanismus ist im Grunde die Konsequenz der Nietzschen Philosophie, würde ich mal sagen. Ich darf mal berichten von Gesprächen, die ich selbst geführt habe mit Kenneth Boff. 2005 habe ich ihn getroffen. Wir waren gemeinsam in einem Evaluierungskomitee für das schwedische Verteidigungsforschungsinstitut. Und nach unserer Tagesarbeit haben wir gemeinsam Rotwein getrunken und er hat mir von dem Paper erzählt, das dann ein Jahr später erschienen ist. Das ist der Chief Scientist Human Effectiveness Directorate der US Air Force, des US Air Force Lab. Und so fängt seine Arbeit an, also Assistenzsysteme und Human Effectiveness. Eine Reihe revolutionärer Transformationen öffnet einen Abgrund zwischen denen, die kognitives und physisches Enhancement des Menschen als großen Nutzen für die Gesellschaft sehen und denen, die sie als Manipulation wesentlicher Grundlagen der menschlichen Natur wahrnehmen. Genau die Problematik, die mein Vorredner angesprochen hat, Chief Scientist. Übrigens Katholik, also jemand, der das problematisch sieht, ja, das analysiert. Es gibt viele gläubige Leute in meiner Community. Ich habe manchmal das Gefühl, die Naturwissenschaftler, die haben da mehr von bewahrt als die Geisteswissenschaftler, wenn ich es mal frech in den Raum stellen darf. Unterscheidet vier Generationen. 1906, ja, 1906. Wir sind einen deutlichen Schritt weiter. Ja. Physical Fit. Adaptiere die Umgebung, Arbeitsplätze zu den menschlichen Fähigkeiten und Grenzen. Klar, reif, gibt's. Cognitive Fit. Integriere Menschen, Technologie, um wichtige, effektive Systeme zu bauen. Darüber habe ich gesprochen. Das ist genau das. Assistenzsysteme. Reif gibt's. Ja? Neural Fit. Amplify, verstärke menschliche, physische und kognitive Fähigkeiten, um arbeiten zu können, durch symbiotische Kopplung mit Technologie. Hier steht Emerging, heute steht Growth. Ganz viel. Ja? Die Brain-Machine-Interface, Elon Musk, treibt das voran, hat eine eigene Firma gegründet, mit irrsinnig viel Geld, Milliarden stecken dahinter. Und dann Biological Fit. Biologically modifiziere biologische, physische und kognitive Fähigkeiten, um menschliche Effectiveness zu steigern. Embryonic steht hier, wir haben heute Morgen gelernt, eigentlich müsste man Growth schreiben, ja? Ist ja schon weit. Ja? Ist schon weit. Ein paar Zitate. Er sagte mir, Boff sagte mir, was Sie da machen in seinem Labor, was er beobachtet und was er auch begleiten muss, begutachten muss, ist im Grunde eine Art Nietzsche-Rezeption. Der ist total angesehen. Nietzsche, sagt er. Und Übermensch. Nietzsches Übermensch. Die menschlichen kognitiven und physikalischen Fähigkeiten können weit außerhalb normaler biologischer Variation gesteigert werden und daher die traditionellen Randbedingungen verändern.
Das DARPA ist die amerikanische Rüstungsforschungsfinanzierungsgesellschaft, so BeinBW in Koblenz ungefähr. Die Vereinigung menschlicher und Rechnersysteme. Die Informationstechnologien, die biologischen Technologien, Nanotechnologien, das ist das, was der Grin nannte, ermöglichen die Fähigkeit, unsere wesentlichen menschlichen Faktoren zu verändern. Die Art, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir aussehen, wie wir altern, wie wir miteinander reden. Ungeachtet des Nutzens, dadurch, dass man gestörte kognitive Funktionen wiederherstellen kann, das Rennen hat begonnen 2006. Wir sind weiter. Für das nächste Viagra, also Viagra ist das Potenzmittel, wer es nicht weiß, nicht? Also andere Potenz ist hier gemeint, ja? Ein Potenzmittel, nur dass diese Droge fürs Hirn ist und genutzt werden soll, cognitive normals, normale begabte Menschen, into a hyper range of capabilities zu boosten. Nootropische Drogen heißt das. Und vorhersehbar genug, der Markt für cognitive enhancement ist sehr hoch. Derselbe Markt mag zu einer neuen Grenze der Medizin führen, kosmetische Neurologie. Alles Dinge, die 2006 vor der Tür standen. Wir sind weiter. 2019 erscheint ein Buch bei Suhrkamp, Neuroenhancement, die philosophische Debatte. Das wird genau besprochen. Wir sind deutlich weiter. Ja, und Aldous Huxley, das wurde ja schon genannt. Das ist genau das. Ich bin ein Freund von guten Science-Fiction-Filmen. Ein ganz großartiger Science-Fiction ist Blade Runner von Ridley Scott, 2002 erschienen. Das ist genau die Problematik, die sich mit der Generation 4 beschäftigt. Biologische Modifizierung des Menschen. Was da dargestellt wird, ist ein Replikant. Genau so jemand. Ein enhanced human being. Ja? Und Ridley Scott, der Regisseur, sagt über den, über diesen Replikanten, philosophisch gesprochen, ist er das authentische Wesen und Nietzsches toller Mensch. Genau das. Interessant übrigens auch der Polizist, der den Roy Blatty jagt, Rick Deckard, das steht für René Descartes. Das ist ein philosophischer Film. Ja, und dann interessant, die letzte Szene eigentlich. Was passiert eigentlich? Er stirbt dann, das berühmte Szene. Haben die dann eine Seele? Was passiert mit denen? Sind die auch zu erlösen? Ich bin jetzt auch gleich fertig. Trans- und Posthumanismus, eine Ideologie, habe ich schon gesagt, die wurden alle schon gesprochen. Hybris, sagt Nietzsche, ist unsere ganze Stellung zur Natur. Unsere Naturvergewaltigung mit Hilfe der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker- und Ingenieurserfindsamkeit. Hybris ist unsere Stellung zu Gott, will sagen, zu irgendeiner angeblichen Zweck- und Sittlichkeitsspinne hinter dem großen Fangnetzgewebe der Ursächlichkeit. Hybris ist unsere Stellung zu uns, denn wir experimentieren mit uns, wie wir es uns mit keinem Tiere erlauben würden und schlitzen uns vergnügt und neugierig die Seele bei lebendigem Leibe auf. Was liegt uns noch am Heil der Seele? Ich würde sagen, wir müssen Nietzsche weniger als Philosophen sehen, er ist ein Prophet. Ja, und damit möchte ich jetzt schließen. Blick in Katechismus. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man damit endet. Um zu verstehen, was Sünde ist, steht da drin, muss man zunächst den tiefen Zusammenhang des Menschen mit Gott beachten. Was steht weiter? In einem Zustand der Heiligkeit erschaffen, war der Mensch dazu bestimmt, von Gott in seiner Herrlichkeit völlig vergöttlicht zu werden. Das ist unsere Bestimmung. Das ist gar nicht so falsch. Ja, Homo Deus, gar nicht so falsch eigentlich, ja, richtig verstanden. Vom Teufel versucht, wollte er wie Gott sein, aber ohne Gott und vor Gott und nicht gottgemäß. Genau darum geht es dem Transhumanismus. Insofern ist das die erste und die letzte Sünde. Es geht also nicht so sehr um eine neue Religion, sondern es geht um die ultimative Sünde. Es geht um das Geschehen am Baum der Erkenntnis. Das ist genau die Versuchung, vor der wir heute stehen, mit dem Missbrauch der KI. Und damit wäre ich fertig.